Hi, ich bin Lea und ich habe über ein Jahr in meinem Minicamper gelebt. Die Vergangenheitsform tut mir immer noch ein bisschen weh, aber ich muss sagen, ein Kühlschrank, fließendes, warmes Wasser hat auch seine Vorteile. Und ich dachte, ich zeige euch heute mal einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil meines Autos. Denn immer mal wieder haben schon ein paar Leute danach gefragt und ich dachte, so ein wunderbares Do-it-yourself muss man einfach mit der Welt geteilt haben. Und zwar meine Trenntoilette, wie ich die gebaut habe. Achtung, Spoiler-Alert, ist nichts für schwache Nerven. Hier geht's jetzt um Fäkalien. Ansonsten wollte ich auch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr meinem Kanal folgt. Es sind mittlerweile über 2000 Abonnenten und das finde ich schon richtig heftig. Und ich freue mich einfach unfassbar, dass ihr anscheinend Spaß dran habt, denn ich habe auch Spaß dran. Und deswegen danke, dass ihr mir folgt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. How to build a Trenntoilette. The Lea Way. Kurz zum Thema Toilette. Ich bin ja am Anfang ohne Toilette rumgefahren. Das heißt, ich hatte die wunderbare Aufgabe, mir jeden Tag eine öffentliche Toilette oder anderweitige Plätze zu suchen. Das kann man schon machen. Ist ja 3 Monate gut gegangen bei mir. Es ist auch eine sehr Low-Budget-Ausbauweise. Deswegen nur kurz. Als Disclaimer, ne, klar, kann man hier so 300 € Trenntoiletten kaufen oder das vielleicht auch noch fancier machen und so. Ich habe es halt so gemacht. Ich bin damit jetzt ein Jahr wunderbar gut ausgekommen. Ich will es nicht missen. Ich bin glücklich. Was soll ich sagen? Starten wir mal. Ich bin meine Reise zwar ohne Klo, aber schon mit diesem Kloeimer gestartet. Denn wenn man den aufklappt, okay, ich habe den Deckel geschrottet, da klappt man nicht mehr viel. Der hat eine Klobrille. Was unfassbar praktisch ist. Den gibt es auf Amazon für aktuell, ich glaube, 20 €. Der ist 29 oder 28 cm hoch. Naja, ich verlinke den mal, dann könnt ihr euch den angucken, wenn es euch interessiert. Den gibt es, glaube ich, auch in unterschiedlichen Höhen. Ich habe halt die niedrigste Form genommen, weil mein Auto nicht besonders hoch ist. Und ich anfänglich auch dachte, naja, dann kann ich es irgendwie unter mein Bett oder so schieben. Ja, also erstens habe ich keinen Platz, um ihn drunter zu schieben. Und zweitens war dann mit dem Deckel genau 1 Zentimeter zu hoch. Aber das ist ein anderes Thema. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich hatte den Eimer dabei und nach 3 Monaten habe ich es dann gewagt, zur Trenntoilette auszubauen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, der Gedanke, im Auto aufs Klo zu gehen, fand ich erstmal ein bisschen abstoßend. Ich dachte halt so, boah, das ist doch voll eklig, voll unhygienisch, bla bla bla. Jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, kompletter Bullshit. Du hockst ja auf dem Klo, du machst ja nicht irgendwie den Helikopter oder so. Und ich wette mit euch, mein Klo ist sauberer als jedes Klo zu Hause, weil ich es einfach jeden Tag geputzt habe. Also nur das so vorweg, falls ihr auch denkt, so, boah, nee, ekelhaft. Es ist tatsächlich nicht so ekelhaft, wie man denkt. Also, Grundgerüst ist dieser Eimer, 20 €, wie gesagt. Und dann, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, weil das ist jetzt schon fast Next Level Do-it-yourself. Braucht ihr nämlich eine Mülltüte. Aber nicht irgendeine, sondern eine nicht durchsichtige. Offensichtlich. Denn da tragt ihr nachher euer Geschäft zum Müll. Also, ist auch gar nicht mehr so leicht. Irgendwie haben ganz viele Hersteller aufgehört, 30-Liter-Müllsäcke in undurchsichtig herzustellen. Also haben wir hier eine Mülltüte. Die kommt hier rein. Und dann brauchen wir was, um es zu trennen. Da der Eimer ja nicht so groß ist, kann ich jetzt keine zwei, also kann ich keine 2 Gefäße da irgendwie so reinstellen. Deswegen habe ich nach erstmal einem Eimer geschaut. Und dazu bin ich in Spanien im Supermarkt und wurde fündig in der Snackabteilung. Und zwar habe ich einen Container für Gemüsechips gefunden. Ja, man sieht, der wurde schon öfter mal geputzt und hat so einen sehr gut verschließbaren Deckel. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil wenn da was Flüssiges drin ist und ihr fahrt oder was auch immer, dann wollt ihr nicht, dass es das rausschwappt. Deswegen so ein Eimer, der passt da perfekt rein. Das ist ein Traum. Ich habe nie wieder so einen tollen Eimer gefunden. Ich wollte noch mal einen Eimer kaufen, weil ich dachte irgendwann so, jetzt tauscht das mal aus. Das ist ja, ne? Ultra-Fail. Also erstmal, lasst einfach mal auf euch wirken. Abmessen war halt noch nie meine Stärke. Der passt halt nicht mal in den anderen Topf rein. Und dann hat er auch nur so einen Deckel. Das ist absoluter Müll. Naja, you live and you learn, ne? So, also haben wir auf jeden Fall diesen wunderbaren kleinen Eimer. Und der kommt jetzt hier rein. Und dann kommt die Klobrille wieder drauf. Und fertig ist das Trenntoilettenklo. Doppelt gemoppelt, egal. So, wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach. Wenn ihr aufs Klo müsst, also
Pippi, dann mach dir den großen Deckel auf, dann mach dir den kleinen Deckel von dem Eimer ab, dann pinkelt ihr. Sehr detailliert. Dann macht ihr es wieder zu und so macht ihr das, bis der Topf voll ist und dann leert ihr ihn aus, macht ihn sauber, fertig. Fürs große Geschäft nimmt man den Pinkeleimer einfach aus der Tüte raus, macht sein großes Geschäft, macht die Tüte zu und schmeißt sie weg. Jetzt kommen viele und sagen vielleicht, ja, da gibt es auch so Einstreu, dies, das, Ananas. Ja, kann man sicher auch machen. Hatte ich am Anfang auch dabei, aber erstens, in diesem kleinen Auto ist einfach noch eine zusätzliche Tüte mit Streu komplett nervig. Und zweitens, sorry, falls jemand von euch das cool findet, aber ich will hier nicht so einen Eimer mit so Sachen in diesem Auto drinstehen haben. Wenn man ein größeres Auto hat, ist das sicher kein Problem, weil dann kann man es vielleicht irgendwo hinschieben und dann trocknet es und was auch immer, aber nee, einfach nein. Deswegen Geschäft in die Tüte, zumachen, ab in den Müll, alles sauber machen, Tüte rein, Eimerchen rein, fertig. Dauert natürlich ein bisschen länger, als wenn man jetzt vielleicht eine öffentliche Toilette hat, aber man muss das Klo nicht mehr finden. Man hat es immer dabei. Und ich finde es auch sehr, sehr praktisch und ich will es nicht missen. Und damit habe ich, glaube ich, alles zum Thema Toilette gesagt, was ich sagen kann. Ihr seht, es war ein sehr, sehr anspruchsvolles Basteln heute. Ich hoffe, keiner von euch hat sich dabei verletzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Klo im Auto habt oder nicht. Und wenn ja, habt ihr es selber gebastelt oder nicht? Und wie ihr das handhabt. Wow, was ein Thema. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem neuen Video. Und ich bin so gespannt, denn es hat nichts mit dem Vanlife zu tun, sondern es wird süß und lecker. Habe ich jetzt schon zu viel verraten? Weiß ich gar nicht. Aber ist mir auch egal eigentlich. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Sonntag wieder dabei seid. Und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen. Tschüss.